Wenn du eine Gleitsichtbrille hast, über 40 bist und Probleme hast im Nah- und im Fernbereich, dann bleib unbedingt dran, denn ich möchte dir verraten, wie du mit Augentraining deine Sehkraft wieder verbessern kannst, dass du A, entweder auf deine Gleitsichtbrille komplett verzichten kannst oder generell keine Brille mehr brauchst. Ja? Denn tatsächlich hat eine Gleitsichtbrille viele Vorteile. Wir können sie einmal nutzen zum Fernbereich gucken oder auch für den Nahbereich. Aber leider hat sie auch viele Nachteile, denn dadurch, dass ich ständig meinen Kopf so komisch nicken muss, ja, kann sich das natürlich auch auf unsere Halswirbelsäule auswirken und dadurch können da große Verspannungen bis hin zu Rückenschmerzen entstehen. Und natürlich ist es besser, auf natürliche Art und Weise scharf zu sehen als durch eine Brille. Und deswegen möchte ich dir heute mal eine Übung, eine Methode vorstellen, wie du es schaffen kannst, deine Altersweitsichtigkeit zu verbessern. Und wie der Name es schon sagt, Altersweitsichtigkeit liegt einfach daran, dass im höheren Alter, also ab 40 circa, sagt man, die Altersweitsichtigkeit beginnt. Die Augen werden sozusagen schwächer, ja, sie nutzen sich nicht ab, sondern sind einfach ein bisschen fauler geworden, unflexibler geworden. Und wir wollen jetzt mit Augentraining unsere Augenmuskeln wieder auffrischen, dass unsere Sehschärfe sich wieder verbessert. Wahrscheinlich war es bei dir auch so, du warst dein ganzes Leben lang kurzsichtig, also sprich, du konntest alles in der Ferne nicht mehr so hundertprozentig scharf erkennen, alles im Nahbereich war aber dahingehend kein Problem. Und so ab 40 hat es dann langsam angefangen, dass die Sehschwäche sich Schritt für Schritt auch im Nahbereich verschlechtert hat. Du hast ein Buch oder eine Zeitung gelesen und die Arme wurden immer länger und irgendwann hat es nicht mehr ausgereicht und du hast dann gedacht, okay, jetzt wird Zeit für eine Brille. Und wie gesagt, ich habe gerade eben schon die Risiken einer Gleitsichtbrille aufgezählt. Wie gesagt, Nackenverspannungen und auch natürlich eine Fehlhaltung kommt da zustande. Und unsere Augen müssen sich leider auch bei einer Gleitsichtbrille sehr doll anstrengen. Und dafür habe ich heute eine Übung rausgesucht, die sogenannte Schnurübung. Und du siehst schon, ich habe das hier einmal befestigt mit verschiedenen Kügelchen. Und der Fokus wird jetzt sein, während der Übung den Nahbereich zu fokussieren. Bei einer Weitsichtigkeit ist es ja so, dass wir nur im Fernbereich einigermaßen scharf erkennen können. Also das grüne Kügelchen wird das geringste Problem sein. Das hier wird das mittlere Problem sein. Und das rote, der rote Bereich ist dann da, wo wir dann in Wahrheit auch die Schwierigkeiten haben. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel. Ich versuche das jetzt an meine Nase ranzuhalten, versuche auf die grüne Kugel zu gucken, das ist kein Problem. Jetzt wandere ich mit meinen Augen nochmal in Richtung Mitte, ja, bleibe hier kurz stehen und du wirst merken, dass sich dann hier so ein imaginäres X plötzlich bildet. Ja. Blende ich dir nochmal ein, was ich da jetzt gerade sehe, kannst du auch gerne mal selber ausprobieren. Und dann kannst du nochmal versuchen, den ganz nahen Bereich anzufokussieren. Wenn das nicht gehen sollte, verschiebst du sie einfach mal ein bisschen und dann kannst du auch da den Wechsel trainieren. Weil das, was gerade passiert, ist dadurch, dass wir immer unseren Fokus verändern, passiert in unserem Auge auch etwas. Was wir jetzt konkret trainieren, möchte ich dir nochmal anhand dieses Beispiels hier zeigen. Wir haben ja hier verschiedene Augenmuskeln, das ist das rote hier, was eingezeichnet ist. Und wenn wir jetzt unser Auge von vorne betrachten, sagen wir mal, das ist wirklich mein rechtes Auge, dann können die Augen sich nicht mehr nach innen drehen. Also sie können nicht mehr schielen, so wie ich das jetzt mache. Ja? Sie drehen sich also nicht mehr nach innen, sie bleiben quasi starr, sie fokussieren nicht mehr in der Nähe scharf. Und wir wollen jetzt diese inneren Augenmuskeln damit trainieren, dass sie sich langsam wieder nach innen drehen können. Und je häufiger du das machst, häufige Wiederholungen, kennst du sicherlich auch aus dem Sport, da Übung macht den Meister. Und schon schaffst du es irgendwann, dass die Augen sich wieder komplett nach innen drehen, du keine Probleme mehr hast mit dem Scharfstellen im Nahbereich und schon brauchst du deine Gleitsichtbrille nicht mehr. Dazu kannst du, wie gesagt, die Schnurübung nutzen, die ich dir gerade gezeigt habe. Du kannst aber auch theoretisch einfach einen ganz normalen Kugelschreiber nehmen. Wichtig ist, dass du einfach hier einen kleinen Aufdruck hast oder irgendwas, wo du dich darauf fokussieren kannst. Und dann machst du genau das Gleiche. Von der Ferne und gehst immer näher ran. Und theoretisch kannst du auch hier so ein bisschen variieren, bisschen in die Tiefe gehen. Du siehst, je mehr ich die Variation mache, desto häufiger muss unser Auge arbeiten und du kannst theoretisch über diesen einen Schwellenpunkt, sagen wir mal, hier ist mein Schwellenpunkt, ja, dass ich hier quasi nicht mehr scharf stellen kann und du gehst quasi über diesen Bereich leicht hin und her und dadurch, dass wir über diesen Schwellenbereich immer wieder hin und her gehen, verbessert sich der, verschiebt er sich nach hinten und schon komme ich immer näher ran mit meinem Sehfeld. Und diese Übung kannst du wirklich überall ganz einfach anwenden. Und wenn dir solche Übungen geholfen haben oder du noch mehr Informationen oder auch andere Übungen haben möchtest, dann melde dich gerne zu meinem kostenlosen Workshop an. Dort zeige ich dir verschiedene Techniken, dort zeige ich dir verschiedene Übungen. Da gebe ich dir auch eine Strategie mit an die Hand, wie man seine Sehkraft ganz simpel und einfach verbessern kann. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, gerne dort vorbeischauen. Ansonsten würde es mich sehr freuen, den Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben geben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao.